Liebe Gegenwärtige. Wie geht denn das an jetzt? Liebe Befürworter. Ja, so ist es auch gut, Leute. Wir sind drauf, wir sind drauf. Ich weiß nicht. Drauf. Hallo. Herzlich willkommen. Hurra. Hurra. Unser dritter wöchentlicher Videoblog ist da. Heute mit Kamerakind Malte übrigens. Ihr habt wieder eingeschaltet und seht den dritten Teil unserer Internet-Saga an. Heute hakt es ein bisschen. Ja, eigentlich schon. Wir stecken mitten in der Arbeit zum neuen Album. Das wisst ihr ja schon. Was willst du denn zeigen? Dann nehmen gerade Wir sind Helden auf. Die versuchen uns subtil fertig zu machen mit irgendwelchen Schriftzeichen am Fenster, aber ich kann ihn nicht erkennen, meine Augen sind zu schwach. Fast zu den, wie nennt man das? Das Bergfest. Unser Aufnahmetage erklommen. Das Bergfest erklommen, auf jeden Fall. Wir haben sehr viel Musik aufgenommen, bis zu 15 Lieder oder so schon stehen auf unserer Liste. Hier ist diese Liste. Hier sieht man 15 Stücke circa. Und hier sieht man die Instrumente. Ach, der ich halte, es geht schon. Nicht lesen, glaube ich. Hier immer Sternchen für was schon gemacht ist. Hier wurde schon zum Beispiel Schlagzeug gespielt und Bass, und dann gibt es immer einen Stern. Ja. Der Stern kommt nur, wenn alles wirklich picobello ist. Insofern ist es schon mehr gemacht, aber noch nicht so viel abgehakt. Stoppel hat heute ein sehr schnelles Stück gespielt. Nee, ich habe es schneller gespielt als sonst. Ja. Er war eher fertig. Hey, sollen wir da mal rübergehen? Ja, wir haben eine Frage aus dem, Internet bekommen. Christian, welche Effekte spielst du eigentlich live? Einen Moment bitte, folgt mir. Also, live, hier ist das totale Chaos. Ja, so sieht das live aber auch fast live aus. Live spiele ich einen Equalizer, der ist sehr schlecht, aber gut. Dann ein Boss Overdrive zur Verzerrung. Dann eine Ratte zum Solo-Sound. Dann ein altes Analog-Echo mit dem falschen, hier steht Compression drauf, das ist er gar nicht, das ist ein Analog-Delay. Ein Flanger, nochmal ein anderer Verzerrer für irgendwie eine andere Verzerrung. Das hier ist ein Umschalter zwischen verzerrt und clean. Wawa, mag, mag. Und das Ding benutze ich auch noch, das ist ein Line 6 Modulation Modeler. Das ist das Besondere an dieser ganzen Erfindung. Also dieses Geheimnis, was ich eben erzählt habe, das wissen nur ganz wenige. Ja, und das ist das Tolle, dass man das im Blog erzählen kann. Es gibt Christian. hier unten, das wollte ich einmal sagen, nach getaner Arbeit. Es ist sehr schön hier in der Gegend, gibt es viele Kneipen. Wenn wir fertig gearbeitet haben, gehen wir in diesen Laden. Unsere Stammkneipe ist das sozusagen. Wir kennen jetzt schon Mandy und Minky. Mal sehen, wer heute da arbeitet. Marianne. Melanie. Da Monika. Nicole. Ja, und da können wir dann auch immer gleich, also wenn wir kommen dann voller Musik da rein und fangen meistens sofort an zu singen. Sobald wir uns an die Bar gesetzt haben. Deswegen ist es auch immer schön leer. Am nächsten Mittwoch, 21. April, so gegen 8, da stehen Christian und ich im Kesselhaus auf der Bühne für einen guten Zweck, das nennt sich Earth Day, mit vielen illustren anderen Künstlern. Der Pohlmann ist dabei und H-Blocks und noch viele, viele, viele andere. Und ja, das spielen wir so ab 8 Uhr. Und wir kommen vorbei. So, rettet die Welt. Rettet die Welt. Und ich hoffe, dass Stoppel, Leo und das Malte irgendwie vorbeikommen und uns anfeuern. Ich glaube, ich habe den Zahnarzt bei mir. Vielleicht haben es einige von euch schon bemerkt, auf unserer Seite gibt es jetzt im Kite-Player auch zusehends mehr von unseren alten Videoclips anzuschauen.
Da könnt ihr die ganzen alten Filmchen euch angucken. Liebe Reni, wie meinst du das mit dem Hund? Manchmal hat er einen Kater.